An diesem Sonntag wird im Olantes Hundebad die Schwimmhalle wieder eröffnet. Gleichzeitig endet an diesem Tag die Freibadsaison. 1,1 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Im Sportbecken wurden 410 Quadratmeter Fliesen am Boden verlegt, im Freizeitbecken sind es weitere 330 Quadratmeter. Das Bad wurde vor 8 Jahren eröffnet und trotz immer wieder auftretender Schäden in diesem Zeitraum nie einer Revision unterzogen worden. Im Zuge der Revision wurden auch in der technischen Anlage diverse Arbeiten durchgeführt, beispielsweise wurden die Filter ausgetauscht. Ab sofort werden die Becken zudem mit LED-Scheinwerfern beleuchtet. Noch nicht beendet sind die Arbeiten im Leerschwimmbecken. Die Bewegungskurse im Wasser finden bis Mitte September nur vormittags statt.